Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Im folgenden Video präsentiere ich euch die Mathaufgaben, die wir vom 31. August bis 6. September 2020 auf unserem Community-Tab veröffentlicht haben und die täglich von vielen von euch gelöst werden. Dieses Video dient nochmal denjenigen, die die Aufgaben verpasst haben oder aus anderen Gründen sie nicht gemacht haben oder gelöst haben, sie mit diesem Video zu lösen. Das Ganze ist auch ein bisschen Taktiktraining, Rechentraining. Denkt daran, die Aufgaben, es geht darum, matt zu setzen. Das heißt, es gibt immer forcierte Zugfolgen und die führen dann immer zu matt. So, wir fangen sehr leicht an, weil am Anfang der Woche fangen wir immer sehr leicht an. Und hier ist es ein matt in einem Zug. Schwarz ist dran und setzt matt mit Springer G3 Schach. Und das ist matt. Einfach, oder? Machen wir weiter. Hier ist wieder Schwarz dran und setzt matt in zwei Zügen. Auch hier wieder die forcierten Züge berechnen. Es gibt viele Schachgebote hier. So viele auch wieder nicht. Es gibt hier ein Schachgebot, zwei Schachgebote, drei Schachgebote. Und eins davon führt forciert zum Matt. Es ist Turm G4 Schach. Der König kann nicht fliehen, weil der Springer deckt dieses Feld hier. Und der Turm deckt die komplette zweite Reihe ab. Nur noch der Läufer kann was machen. Läufer schlicht G4 ist der logische Zug. Darauf folgt Turm G2 und wir haben ein Schachmatt. Der Springer deckt den Turm und kontrolliert dieses Feld. Nächstes Beispiel. Auch hier wieder ist Schwarz dran und setzt in zwei Zügen Schachmatt. Auch hier wieder wichtig, die Kandidatenzüge zu berechnen. Das heißt, die Schlagzüge und Schachgebote. So wahnsinnig viele Schachgebote haben wir hier nicht. Und wenn man das Schachgebot als erstes rechnet, sieht man auch schnell, dass es dann matt wird. Und zwar, Dame schlägt A3 Schach. Der König kann nicht fliehen, weil der schwarze Springer deckt dieses Feld. B schlägt A3 und jetzt B2. Und das ist Schachmatt. Ne? Der Springer deckt die Fluchtfelder und der Turm deckt den Bauern B2. Wieder ist Schwarz am Zug und setzt hier matt in, ja, in drei Zügen, ne? Spätestens. Das Problem hier, das Grundmotiv ist hier, ja, die schwache Grundreihe. Ne? Die schwache weiße Grundreihe. Und das kann Schwarz ausnutzen, indem er mit den Schwerfiguren eindringt. Zuerst Dame B1 Schach. Lenkt den Läufer ab. Gut, was soll Weiß machen? Er muss die Dame im Prinzip schlagen. Er kann natürlich auch den Läufer auf D1 zwischenstellen, aber dann schlägt der Turm den Läufer. Also Läufer schlägt B1, Turm D1 Schach, Springer E1, Turm schlägt D1 und wir haben ein klassisches Grundreihenmatt. So, hier gewinnt Weiß und setzt Matt in drei Zügen. Auch hier wieder sehr wichtig, Schachgebote und Schlagzüge zu berechnen. Welche Schachgebote haben wir? Wir haben mit der Dame hier ein Schach, dort ein Schach und wir haben mit dem Turm hier ein Schlagzug und gleichzeitig ein Schachgebot. Das sind immer sehr, sehr wichtige Züge, die man berechnen muss oder sollte. Und in diesem Fall führt Turm schlägt H6 auch zum Matt. Turm schlägt H6 Schach. Wenn der König den Turm nimmt, ist Dame H8 Schachmatt. Der Bauer hier kontrolliert dieses Feld. Und wenn der König nach G8 geht, folgt Dame H8 Schach. König F7 und jetzt Turm H7 Schachmatt. Na? Die Dame deckt die 8. Reihe ab, der Turm die 7. Und die Dame deckt auch noch das Fluchtfeld. Schönes Matt. Okay, das ist jetzt meine Aufgabe, die nicht unbedingt mit einem Schlagzug oder mit einem Schachgebot beginnt. Hier ist auch ein stiller Zug. Hier ist es eine Drohung, die zum Gewinn führt. Wir sehen, der schwarze König steht hier nicht gut. Es ist matt in 1, 2, ja, 4 Zügen ungefähr, je nachdem, was Schwarz zieht. Der Läufer ist sehr stark, guckt hier auf diese Felder. Die Dame steht gut hier, fesselt die Dame.
Tja, aber wie setzen wir ihr Matt? Die Dame zu tauschen auf C6 bringt nichts wegen Turmschlicht. C6 zurück und dann geht's nicht weiter. Wie gewinnt hier Weiß? Ganz einfach, indem man eine Mattdrohung aufstellt mit Turm D1. Es droht Turm D8, Schachmatt. Und hier kann Schwarz nichts machen, ne? Also die Dame auf A4 schlagen, kommt Turm D8 matt. Das Feld D8 kann Schwarz auch nicht vernünftig decken, weil die Dame ist hier gefesselt. In der Partie ging es weiter mit Turm G2 Schach. Aber der König geht einfach weg. König F1. Gut, hier wollte Schwarz nicht aufgeben, spielte Turm G1, Turm schlicht G1, aber das ist Turm G1 Schach, aber es ist halt verloren, ne? König schlicht G1, Dame schlicht A4 und Turm D8. Schachmatt. Schönes Matt. Und dagegen konnte Schwarz auch nichts machen. So, hier setzt Weiß matt. Wir sehen, der König auf der H-Linie steht nicht besonders gut. Die Dame deckt hier die achte Reihe ab. Und offensichtlich ist hier eine H-Linie, auf der wir angreifen müssen. Und genau das macht Weiß. Turm A1 Schach. Läufer H6, der einzige vernünftige Zug. Der schwarze König kann nicht wegziehen. Läufer H6 stellt den Läufer dazwischen. So, und hier gilt es, nochmal reinzuschauen. Und wichtig ist hier, das forcierte Matt zu berechnen. Es ist nicht besonders schwierig, weil es ist linear. Ohne große Abzweigung. Also schlagen, schlagen, dann Schach, Schach, Schach und es ist matt. Ja? Es beginnt mit Turm schlicht H6 Schach. Gut, der König nimmt. Jetzt kommt Dame H8 Schach, König G5, Dame H4 Schach, König F5 und Dame F4 Schachmatt. Der König kann nicht fliehen, die Dame steht im Weg, der Bauer steht im Weg und es ist Feierabend. So, das war das letzte Beispiel für diese Woche. Ich hoffe, die Aufgaben haben euch gefallen. Und falls ihr weitere Matt-Rätsel sehen wollt, dann guckt einfach mal hier in die Liste. Da haben wir schon eine ganze Reihe von Videos veröffentlicht mit forcierten Matt-Aufgaben. Vielen Dank fürs Zuschauen.